Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Die Seite regionalheute.de hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir den nicht alleine antun kann, ziehe ich euch Film mit rein. Link zu dem Artikel als auch der Link zum Titel Staatliche Eingriffe in das Elternrecht gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls der so gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort aber raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus Einbringen Kanal, als auch der Link zu meinem DeviantArt Kanal, wo ihr euch meine Comics dabei geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel: Gericht wollte Mutter und Kind trennen oder der Autismus sei zu viel für sie. Fangen wir dann drumherum. Los geht's. Das Familiengericht hatte der Frau das Sorgerecht entzogen. Nun entschied das Oberlandesgericht. Und zum Oberlandesgericht werden wir nachher noch kommen. Und hier sehen wir ein Foto. Mutter und Tochter. Mit der Unterschrift: Die Trennung von Eltern und Kind kann eine hohe psychische Belastung bedeuten. Nicht nur bei autistischen Kindern, sondern generell bei allen Kindern. Weiter geht's. Braunschweig. Eine Mutter habe sich nicht ausreichend um ihr autistisches Kind kümmern können. Das Familiengericht entschied daher, der Mutter das Sorgerecht zu entziehen. Nun prüfte das Oberlandesgericht Braunschweig den Fall erneut. Wie gesagt, dazu kommen wir noch gleich. Lesen wir weiter. Ist das geistige, seelische oder körperliche Wohl von Kindern durch das Verhalten der sorgerechtsberechtigten Eltern gefährdet, obliegt es dem Staat, die Kinder zu schützen. § 1666 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Die zentrale Vorschrift des zivilrechtlichen Kinderschutzes ermöglicht es den Familiengerichten, in solchen Fällen in das Sorgerecht der Eltern einzugreifen. Das Sorgerecht stellt grundsätzlich ein subjektives Recht der Eltern dar, das sie im Interesse ihres Kindes auszuüben haben. Es betrifft sämtliche Lebensbereiche des Kindes und beinhaltet insbesondere auch die Entscheidung über seinen Aufenthalt, seine Schulwahl oder auch gesundheitliche Belange. Erstens mal kommt nicht mit Gesundheit an. Wir Autisten sind nun mal gesund, wenn ihr das hören wollt. Weiter geht's. Besteht in diesen Bereichen eine Gefährdung für das Kind? Und sind die Eltern nicht bereit, dieser entgegenzuwirken, kann das Gericht ihnen Teile der Sorge oder auch das gesamte Sorgerecht entziehen. Dabei unterliegt das Gericht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, das heißt, es darf nur erforderliche Maßnahmen ergreifen und hat stets zu prüfen, dass diese auch die mildesten Eingriffe in das elterliche Sorgerecht darstellen, erklärt das Oberlandesgericht im Vorfeld seiner Entscheidung. Eingriffe nach § 1666 nach Bürgerlichem Gesetzbuch in das Elternrecht kämen danach immer nur dann in Betracht, wenn von einer konkreten Gefahr für das Kind auszugehen ist. Das Gericht habe dabei auf Grundlage der Ermittlungen zu entscheiden, ob eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr vorliegt, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. Aber wenn es um ein autistisches Kind geht, dann muss in den Sachen Erziehung doch anders geregelt werden. Ich meine, da muss halt natürlich abgeklärt werden mit den Ärzten, ob eine Diagnose in Frage kommt oder nicht. Und dann wird man halt zum Autismusexperten geschickt, der sich nur mal das Kind nur mal anschaut. Und damit mit Familiengericht hier zu drohen, das ist halt so eine Sache, die einfach... Ich kann es nicht beschreiben, Leute. Es ist einfach voll die Übertreibung ever. Weiter geht's. Mutter fördere nicht ausreichend. Ja, das kann nur das Gericht über behaupten, die halt meint, über Autismus besser Bescheid zu wissen. Läuft. Aber den Abschnitt lesen wir trotzdem weiter. Eine solche Einzelfallentscheidung hatte das Oberlandesgericht Braunschweig nun auch in dem vorliegenden Fall zu prüfen.
Das erstinstanzliche Familiengericht hatte der allein sorgeberechtigten Mutter nach umfangreichen Ermittlungen Teile der elterlichen Sorge entzogen, um eine Unterbringung eines 14-jährigen Kindes zu erreichen. Teile der elterlichen Sorge entzogen? Aber ihr habt doch das Sorgerecht komplett entzogen. Und jetzt spricht ihr von Teilen? Entscheidet euch doch mal. Meine Güte, kann man sich nicht ausdenken. Anfangs hieß es, ihr wird das Sorgerecht entzogen und jetzt auf einmal nur teilweise? Meine Güte. Kein Wunder, dass es irgendwann heißen wird, deutsche Sprache, schwere Sprache. Wenn das so weitergeht. Apropos weiter. Weiter geht's. Das Kind leidet unter frühkindlichem Autismus und habe einen sehr hohen Betreuungs- und Förderbedarf. Und von einem sehr hohen Betreuungs- und Förderbedarf, da denkt das Familiengericht anscheinend an Stereotypen denken, dass frühkindliche Autisten besonders zu betreuen und zu fördern sind. Und wer sie nicht genug betreut oder befördert, dem gehört das Sorgerecht einfach entzogen. Ganz einfach ist das Typendenken von Familiengerichten. Wenn man diesem Beispiel halt festlegen sollte. Weiter geht's. Die Mutter werde langfristig nicht in der Lage sein, die Betreuung und Versorgung ohne Gefahr für das Wohl des Kindes sicherzustellen, so das Familiengericht. Gefahr? Jetzt übertreiben die völlig. Welche Gefahr denn? Etwa so schlimm wie die Einträge im Autisten-Memorial oder was? Weiter geht's. Zwar habe der eingesetzte Sachverständige der Mutter die Betreuung zunächst zugetraut, jedoch sei damit zu rechnen, dass die Mutter mit fortgeschreitendem Alter ausfalle bzw. nicht mehr in der Lage sei, auf ihr Kind einzuwirken. Wollt ihr jetzt etwa andeuten, dass die Mutter, nur weil sie über 40 ist, nicht mehr in der Lage sind, auf Kinder zu erziehen oder was? Was ist das denn für eine Aussage? Dann sagt doch gleich, alle Menschen über 40 sollen in einen Käfig eingesperrt werden. Oder wie es in einer schweizerischen Meldung heißt, in einen Bunker einsperren. So kommt es gerade rüber. Weiter geht's. Die Mutter wurde von den Beteiligten als sehr liebevolle Mutter wahrgenommen, fördere ihr Kind aber nicht ausreichend. Langfristig ließe sich daher eine Unterbringung nicht vermeiden, so das Familiengericht. Ja, sehr liebevoll reicht doch aus, um eine gute Mutter zu sein. Ich meine, was sollte das denn jetzt? Also dieses Familiengericht hat aber einen sehr hohen Nachholbedarf, was das Thema Autismus betrifft. Das ist nun mal meine Meinung. Weiter geht's. Die Entscheidung. Diese Entscheidung hat das Oberlandesgericht Braunschweig mit Beschluss vom 22. Dezember 2022 nun aufgehoben, mit der Folge, dass die elterliche Sorge bei der Mutter verbleibt. Völlig zu Recht. Wie gesagt, das betroffene Familiengericht hat Nachholbedarf, was das Thema Autismus betrifft, aber einen sehr hohen. Weiter geht's. Die Möglichkeit, dass ein allein betreuender Elternteil eines schwerbehinderten Kindes zukünftig ausfalle, stelle keine gegenwärtige Kindeswohlgefährdung dar, so das Familiengericht. Obwohl Autismus keine klassische Behinderung ist, sondern eine Superkraft bzw. Fähigkeit. Und ich lese weiter. Die vorbeugende Fremdunterbringung zum Zwecke einer für das Kind vorteilhaften frühzeitigen Eingewöhnung in eine Einrichtung ohne konkreten Anlass rechtfertige nicht den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts und der Gesundheitsfürsorge. Auch der Vorwurf, dass das Kind nicht die bestmögliche Förderung erhalte, begründet keine Gefährdung des Kindeswohls. Sowohl die Mutter als auch die umfassende Betreuung des Kindes in der Schule stellten sicher, dass die unverzichtbaren Bedürfnisse des Kindes gewährleistet würden. Eingriffe in das Sorgerecht, um eine optimale Förderung zu erzwingen, seien hingegen vom Kinderschutzrecht auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts nicht vom Wächteramt erfasst.
Der Senat habe weiterhin berücksichtigt, dass die Unterbringung des Kindes zum jetzigen Zeitpunkt seine Gesamtsituation nicht verbessern würde, da die psychische Belastung durch die Trennung von der Mutter und seinem bekannten Umfeld schwerer wiege. Also Mutter und Kind können also vorerst zusammen bleiben. Und deswegen kommen wir jetzt vom Oberlandesgericht Braunschweig-Niedersachsen mit dem Titel Staatliche Eingriffe in das Elternrecht. Hier das Oberlandesgericht Braunschweig vom 30. Dezember 2022. Laut Aufnahmedatum zu dieser Reaction gestern. Weil ich habe dieses Video zum Silvester produziert. Ist das geistige, seelische oder körperliche Wohl von Kindern durch das Verhalten der sorgeberechtigten Eltern gefährdet, obliegt es dem Staat, die Kinder zu schützen, so § 1666 Bürgerlichen Gesetzbuchs. Die zentrale Vorschrift des zivilrechtlichen Kinderschutzes ermöglicht es, den Familiengerichten in solchen Fällen in das Sorgerecht der Eltern einzugreifen. Das Sorgerecht stellt grundsätzlich ein subjektives Recht der Eltern dar, das sie im Interesse ihres Kindes auszuüben haben. Es betrifft sämtliche Lebensbereiche des Kindes und beinhaltet insbesondere auch die Entscheidung über seinen Aufenthalt, seine Schulwahl oder auch gesundheitliche Belange. Besteht in diesen Bereichen eine Gefährdung für das Kind und sind die Eltern nicht bereit, dieser entgegenzuwirken, kann das Gericht ihnen Teile der Sorge oder auch das gesamte Sorgerecht entziehen. Dabei unterliegt es das Gericht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, das heißt, es darf nur erforderliche Maßnahmen ergreifen und hat stets zu prüfen, dass sich diese mildesten Eingriffe in das elterliche Sorgerecht darstellen. Also hat Regional heute diesen kompletten Abschnitt wohl kopiert. Lesen wir weiter. Eingriffe nach § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in das Elternrecht kommen danach immer nur dann in Betracht, wenn von einer konkreten Gefahr für das Kind auszugehen ist. Das Gericht hat dabei auf Grundlage der Ermittlungen zu entscheiden, ob eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr vorliegt, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. Eine solche Einzelfallentscheidung hatte nun der zweite Familiensenat des Oberlandesgerichts Braunschweig in dem Verfahren 2UF-122-22 zu treffen. Das erstinstanzliche Familiengericht hatte der allein sorgeberechtigten Mutter nach umfangreicher Ermittlung Teil der elterlichen Sorge entzogen, um eine Unterbringung ihres 14-jährigen Kindes zu erreichen. Das Kind leidet unter frühkindlichem Autismus und hat einen sehr hohen Betreuungs- und Förderbedarf. Stopp. Das Kind leidet nicht unter ihrem frühkindlichen Autismus, sondern an der Umgebung um sich herum. Meine Güte. Auch dort herrscht wohl Nachholbedarf. Ich ahne das schon. Weiter geht's, komm. Die Mutter werde langfristig nicht in der Lage sein, die Betreuung und Versorgung ohne Gefahr für das Wohl des Kindes sicherzustellen, so das Familiengericht. Zwar habe der eingesetzte Sachverständige der Mutter die Betreuung zunächst zugetraut, jedoch sei damit zu rechnen, dass die Mutter mit fortschreitendem Alter ausfalle bzw. nicht mehr in der Lage sei, auf ihr Kind einzuwirken. Ja, und dazu habe ich auch schon was gesagt, ne? Also, hier wird natürlich, nur weil die Mutter über 40 plus ist, aufgrund ihres Alters diskriminiert. Läuft. Weiter geht's. Sie werde von den Beteiligten auch als sehr liebevolle Mutter wahrgenommen, fördere ihr Kind aber nicht ausreichend. Langfristig lasse sich daher eine Unterbringung nicht vermeiden. Und auch dazu habe ich schon was gesagt. Also, sehr liebevoll reicht ja aus, um eine gute Mutter zu sein. Weiter geht's. Diese Entscheidung hat das Oberlandesgericht Braunschweig mit Beschluss vom 22. Dezember 2022 aufgehoben, mit der Folge, dass die elterliche Sorge bei der Mutter verbleibt. Die Möglichkeit, dass ein allein betreuender Elternteil eines schwerbehinderten Kindes zukünftig ausfalle, stelle keine gegenwärtige Kindeswohlgefährdung dar. Die vorbeugende Fremdunterbringung zum Zwecke einer für das Kind vorteilhaften frühzeitigen Eingewöhnung in eine Einrichtung ohne konkreten Anlass rechtfertige nicht den Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts oder Gesundheitsfürsorge. Auch der Vorwurf, dass das Kind nicht die bestmögliche Förderung erhalte, begründet keine Gefährdung des Kinderwohls.
Sowohl die Mutter als auch die umfassende Betreuung des Kindes in der Schule stellten sicher, dass die unverzichtbaren Bedürfnisse des Kindes gewährleistet würden. Eingriffe in das Sorgerecht, um eine optimale Förderung zu erzwingen, sind hingegen vom Kinderschutzrecht, auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, nicht von dem Wächteramt erfasst. Und der Senat hat ferner berücksichtigt, dass die Unterbringung des Kindes zum jetzigen Zeitpunkt seine Gesamtsituation nicht verbessern würde, da die psychische Belastung durch die Trennung von der Mutter und seinem bekannten Umfeld schwerer wiege. Ja. Und, was soll ich dazu noch sagen, Leute? Also, man sollte niemals ohne Angaben von Gründen das Kind von der Mutter trennen. Denn schließlich sind Kinder nicht sowas wie die Welpen eines Hundes, die man einfach so hier an andere weitergeben kann. Das geht einfach so nicht. Und das muss selbst das erstinstanzliche Familiengericht halt begreifen, deren Nachholbedarf zum Thema Autismus sehr weit zurückliegt. Was meint ihr zu dieser Meldung hier? Schreibt es gerne in die Kommentare, Meinung etc. pp. Also viel zu liken, also viel zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu halten, wenn ihr damit kein weiteres Video verpasst. Und morgen geht es dann um eine Meldung aus Chemnitz. Und ich würde mal sagen, ciao Leute!